2024 ist ein Jahr, das wie selten zuvor im Zeichen der Landwirtschaft steht. Aber nach regelmäßigen Demonstrationen zu Jahresbeginn, bei denen das zentrale Thema die auslaufende Agrardieselsubvention war, ist es jetzt vermeintlich ruhig geworden. Allerdings trügt der Schein, wie uns der Oberallgäuer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Andreas Hummel verrät. Der Agrardiesel sei zwar kein Thema mehr, allerdings gäbe es genügend andere Punkte, die Menschen in der Landwirtschaft beschäftigen und die durchaus auch große Herausforderungen darstellen. Herr Hummel, vielen Dank, dass Sie uns hier auf Ihrem Hof empfangen. Sie sind der Kreisobmann für den Bayerischen Bauernverband hier im Oberallgäu. Was beschäftigt denn die Landwirte derzeit? Welche Themen stehen so ganz oben auf der Liste? Ja, uns beschäftigt gerade ganz vieles. Es geht über weite Bereiche, viele Themen hinweg. Zum einen die politische Seite, was steht da an, Tierschutzgesetz. Wir haben Steuererhöhungen und da politische Veränderungen. Auf der anderen Seite haben wir auch Sachen, die mit der Natur zu tun haben, der Klimawandel, der uns betrifft, aber auch große Beutegreifer und so weiter. Und das beschäftigt uns sehr. Wenn man hier schon rumschaut, Ihre Felder, es wird ja wohl auch geschüttet bei Ihnen, schätze ich mal. Da ging es ja auch wirklich hoch her, schon letztes Jahr, glaube ich, dieses Jahr auch noch weiter. Thema bodennahe Gülleausbringung. Wie steht es denn da drum? Ja, bei der bodennahen Gülleausbringung und der neuen Gülletechnik haben wir Gott sei Dank einen Erfolg erreicht. Man darf auch weiterhin breit verteilen, wenn man bestimmte Voraussetzungen einhält. Das sind die 4,6% Trockensubstanzen der Gülle. Das entlastet sehr viele Betriebe bei uns. Wobei jetzt noch das Hindernis da ist, wie messe ich sowas. Also das sind auch noch gerade Überlegungen, die wir jetzt bis zum Frühjahr hin nur anstellen müssten, um den Landwirten da Hilfsmittel an die Hand zu geben, damit sie diese neue Alternative überhaupt umsetzen können. Ansonsten bleibt nur der Weg Richtung die teure Technik, wo man ja versucht hat zu vermeiden. Was war denn der große Streitpunkt? Ging es um den finanziellen Aspekt, dass man sich die neue Technik anschaffen muss? Nein, also es geht oft auch um finanzielle Aspekte, warum wir nicht reden. Wir reden hier von fünf- und sechsstelligen Bereichen, wenn es bei entsprechenden Betriebsgrößen. Aber es geht bei uns im Grünland auch hauptsächlich darum, um die Futterverschmutzung. Wir wollen möglichst sauberes Futter für unsere Kühe zum Fressen vorlegen. Und durch das, dass wir so alle fünf Wochen mähen, was unsere Region ja hergibt, hat die Güllewurst, wenn sie schlecht ausgebracht wird, bodennah, keine Möglichkeit einzuwachsen oder den Boden aufgenommen zu werden. Und somit befürchten wir einfach Futterverschmutzung und damit eine schlechtere Tiergesundheit. Und das wollten wir damit vermeiden. Die Idee hinter der Düngeverordnung ist die Reduzierung der beim Düngen ausgestoßenen Emissionen. Konkret geht es dabei um Ammoniak. Reduziert werden können diese Emissionen durch Techniken bei der Gülleausbringung, wie eine Schlitztechnik, bei der die Gülle direkt in den Boden fließt, und die Schleppschlauchtechnik. Beides fällt unter die sogenannte bodennahe Gülleausbringung. Der Nachteil ist, dass beide Varianten sehr teuer sind, weshalb sich viele Landwirte eine Anschaffung nicht leisten können. Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft gab es darum eine wichtige Frage, die in den letzten Monaten geklärt werden musste. Gibt es vielleicht noch alternative Verfahren, die zur entsprechenden Emissionsminderung führen, wie die streifenförmige Ausbringung? Weil das Düngerecht, die Düngeverordnung ermöglicht es den Ländern, also uns jetzt quasi hier als zuständige Stelle, Ausnahmen bzw. alternative Verfahren anzuerkennen, sofern eine Emissionsminderung gleichgesetzt werden kann mit einem bestimmten Verfahren. Und dementsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, was könnte noch emissionsmindernd wirken. Und so wurde auf dem Kemptner Spitalhof eine Versuchsreihe gestartet, bei der andere, kostengünstige Möglichkeiten zur Emissionseinsparung getestet wurden. Über Monate hinweg wurden auf dem Schulungshof, der in Bayern immer wieder als Versuchsobjekt für Tests im Grünlandbereich dient, Forschungen durchgeführt, die über das normale Alltagsgeschäft hinausgingen. Das, was mit dem Gülleversuch zusammenhängt, das war natürlich was, wo zum normalen Alltag der bayerischen Staatsgüter, der im Versuchsteam, noch oben drauf kommt. Und da bedarf es natürlich auch dementsprechend Unterstützung, weil die haben ja normal ihr Programm. Das hat dann aus unserer Sicht war halt dann so, dass wir gesagt haben, dass die Technik da ist, dass die Flächen zur Verfügung gestellt wird. Wir haben nämlich zusätzlich Flächen gebraucht aus der Nachbarschaft. Letztendlich sollte sich der große Aufwand lohnen, denn die vielen Tests führten zu Erfolgen. Es konnte eine kostengünstigere Alternative erarbeitet werden, die Verdünnung der Gülle mit Wasser. So können die bisherigen Maschinen weiter genutzt werden
und die Emissionen sind trotzdem auf dem gleichen Level wie bei der Schleppschlauchtechnik. Auf den Höfen hat diese Erkenntnis für Begeisterung gesorgt. Allerdings bedeutet das nicht, dass es ohne jeglichen Mehraufwand weitergeht. Er muss das Wasser irgendwo herbekommen, er muss die Verdünnung irgendwo auf dem Betrieb durchführen können. Also es ist nicht so, dass jetzt das Ganze weitergeht wie bisher. Vermeintlich wurde vermittelt jetzt in der Berichterstattung der letzten Wochen, ja, jetzt können wir so weitermachen wie bisher, das ist nicht der Fall. Das Ergebnis der Forschung wertet man in der bayerischen Landwirtschaft als großen Erfolg, aber eben auch nur als Zwischenschritt. Denn aktuell wird auf dem Spitalhof weiter geforscht, um vielleicht eine noch bessere Lösung entwickeln zu können. Ein weiteres Thema, das gerade heiß diskutiert wird, ist die Anbindehaltung. Die soll in ganzjähriger Form verboten werden, so viel steht fest. Allerdings gibt es noch einige ungeklärte Fragen. Also es tut sich da einiges und hat sich über den Sommer einiges getan. Aktuell finden wir uns ja in der Endphase von dem Tierschutzgesetz. Die ganzjährige Anbindehaltung wird auslaufen. Das ist Fakt, da rütteln wir auch nicht dran, das ist okay. Mit dem können wir gut leben. Betrifft uns im Oberallgäu auch nicht ganz so stark, weil die meisten Betriebe bei uns eine Kombinationshaltung betreiben, sprich die Kühe sind im Sommer auf der Weide, sind dann nachts angebunden oder halt hauptsächlich im Wintermonaten, wenn keine Vegetation ist und sie nicht raus können. Aber da haben wir auch noch ein paar Sachen, wo nur ein bisschen ausgebügelt werden können, damit es einfach möglichst viele Betriebe da mittragen können. Was wären das für Sachen? Zum einen mal ist die Tiergrenze für uns zu niedrig mit 50 Rindern. Das gehört eigentlich nach oben gesetzt. Einer dieser vielen Oberallgäuer Höfe mit Kombihaltung ist der Betrieb von Sepp Agerer und seiner Frau Karin aus Hinterstein. Das bedeutet, die Tiere sind von Mai bis November den Tag über auf der Weide und in der Nacht angebunden im Stall. Im Winter wird zweimal pro Woche ausgetrieben. Für seinen Hof mit 6 Kühen ist die Kombihaltung die einzige Überlebenschance. Denn der Umstieg auf einen Laufstall sei für ihn keine Option. Aber nur schon vom Flächenbedarf wäre das bei uns nicht möglich. Gell? Wir hätten jetzt selbst für die 6 Kühe, selbst wenn wir möchten, könnten wir den Stall so umbauen, dass er als Laufstall funktioniert. Weil er da fast klein ist, dann müsste er mindestens, ich würde jetzt einmal sagen, eineinhalb Mal grösser sein. Weil einfach Fressplatz und Liegeplatz, weil das getrennt ist. Und bei uns ist eigentlich der Fressplatz oder der Liegeplatz im Prinzip. Sepp Agerer hat die Leitung des kleinen Betriebs mittlerweile an seinen Sohn abgegeben. Damit ist die Nachfolge gesichert. Neben dem Agererhof gibt es nur noch 4 weitere Landwirtschaften in Hinterstein. Früher waren es deutlich mehr. Über die Jahre sind diese aber aufgegeben worden. Auch weil der Aufwand ohne die Anbindehaltung für viele nicht mehr stemmbar gewesen wäre. Aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft eine problematische Entwicklung. Also diese kleinen Betriebe sind wichtig fürs Dorf. Sie sind einfach ein Teil des organisch gewachsenen Dorfes. Sie stellen auch einen Teil der Wertschöpfung dar und der Ernährungssouveränität. Diese Betriebe liefern meistens sehr hochwertige Produkte, die man zum Beispiel im Qualitätstourismus Honig, Milch, Käse, Fleisch, Eier weiterverwerten kann, in diese Produktionsketten hineingeben kann. Da kann man eine Wertschöpfung daraus gewinnen. Und man sollte den Leuten, die Spaß an der Landwirtschaft haben und das weitermachen wollen und noch als Kultur- und Landschaftspfleger auftreten, das sollte man denen nicht wegnehmen. Die reinen Anbindeställe werden in den nächsten Jahren ganz von selbst Stück für Stück aussterben, so die Arbeitsgemeinschaft. Eine ganzjährige Anbindung sei schlicht nicht mehr zeitgemäß. Und auch Sepp Agerer sieht Vorteile in einem Laufstall, sofern jedem Tier genügend Platz zur Verfügung steht. Pauschal verteufeln solle man die Anbindehaltung laut ihm aber auch nicht. Denn bei dieser Form sei eine besonders enge Beziehung zwischen Mensch und Tier möglich. In einem Anbindestall, wo du zum Melken direkt zwischen Kiening hocken musst, da muss das einfach funktionieren. Da musst du auch übers Vieh haben, weil wenn die irgendwie, wenn du der an Sitter greifst und die ist ein bisschen schreckhaft, dann kann er passieren, dann lupft die den Füßen heute aus. Und darum sage ich, und das ist der tägliche am Morgen und am Abend jedes Mal der Kontakt zur Kuh. Und das denke ich einfach, die Beziehung kannst du in einem Laufstall nicht so aufbauen. Trotzdem wird der Laufstall wohl die Variante sein, die in den nächsten Jahren dominiert. Viele Landwirte, die es sich leisten können, haben in der Vergangenheit bereits auf einen modernen Laufstall umgesattelt, um für die betriebliche Zukunft besser gerüstet zu sein. Auf die blickt Andreas Hummel als Oberallgäuer Kreisobmann des Bauernverbands mit Unsicherheit. Denn die Landwirtschaft steht vor einigen Herausforderungen. Dann schauen wir auch jetzt mal in die Zukunft.
die ja, ja auch die Landwirtschaft hat bestimmt ja, einen grünen Boden in dem Fall. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Ist alles geregelt soweit? Ja, ein bisschen mit gemischten Gefühlen schaue ich in die Zukunft. Zum einen denke ich mir, Lebensmittelproduktion gerade hier bei uns im Allgäu ist wichtig und wird auch gebraucht. Auch die ganze Kulturlandschaft, die wir pflegen, da werden wir nach wie vor gebraucht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Hürden und Hemmnisse, wo uns, ich sag mal, von der Politik zum Teil in den Weg gelegt werden. Man ist ein bisschen skeptisch, was da noch alles kommt. Was uns auch sehr umtreibt, ist der Klimawandel. Wie geht es da weiter mit, ich sag mal, Wetterextremen, wie wir es heuer sehr viel gehabt haben, mit Hochwasser, mit Starkregenereignissen. Schauen wir die Jahre zurück mit Dürreperioden. Auch das treibt uns um, weil das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht besser werden. Auch da müssen wir uns darauf einstellen. Und was mich auch sehr umtreibt, ist einfach durch den ganzen Druck, der von allen Seiten her kommt auf die Landwirtschaft, haben wir sehr viele Betriebe und Betriebsleiter und Familien, die psychisch eigentlich gar nicht mehr damit klarkommen, die Richtung Burnout gehen, Richtung Depressionen gehen. Und da sind wir jetzt schon ein paar Jahre dran und versuchen, eine Art Sozialberatung für Landwirte auf die Füße zu stellen. Leider noch mit mäßigem Erfolg. Da dürfte durchaus noch ein bisschen mehr passieren. Da hoffen wir aber auch auf die Politik, damit die uns unterstützt. Wie sieht es denn beim Thema Nachwuchs aus? Kommt da was nach? Genug nach auch vor allem? Also genug, um alle Betriebe zu erhalten, bestimmt nicht. Für das sind es zu wenig. Bei uns in der Region Allgäu, Oberallgäu vor allem, sind wir sehr gut ausgestattet mit dem Nachwuchs. Wenn man die Berufsschule anschaut, auch die Landwirtschaftsschule, die weiterführende Schule in Kempten, da passt es einigermaßen. Was sehr interessant ist, es kommen sehr viele Quereinsteiger in den Beruf, also Leute und junge Leute, die eigentlich gar keinen Hof daheim haben, die sich für den Beruf Landwirt entscheiden, und das freut mich. Egal, ob zu Hause schon ein Hof vorhanden ist oder ob man sich für den Quereinstieg in die Landwirtschaft entscheidet. In der Kemptner Landwirtschaftsschule kommen alle angehenden Landwirte der Region zusammen. Und dort verbindet sie dasselbe Ziel. Unsere potenziellen Hofnachfolgerinnen und Hofnachfolger mit oder ohne Betrieb sind hochmotiviert. Sie wissen, was sie wollen. Sie wollen ihre Betriebe, egal in welcher Größenordnung, weiterführen. Sie machen sich ihre Gedanken, wie das gelingen kann. Sie sind innovativ und kreativ. Nach seiner Schulzeit wartet auf Paul Ettensberger aus Sulzberg die Übernahme des elterlichen Betriebs mit rund 60 Milchkühen. Dass er den Hof irgendwann selbst leiten wird, stand für ihn außer Frage. Das vielseitige Arbeiten mit den Tieren und der Natur macht den Beruf für ihn einzigartig. Allerdings fehlt ihm die Wertschätzung der Bevölkerung. Wir erzeugen alle Lebensmittel. Wir schauen darauf, weil wir wissen, dass wir Lebensmittel produzieren. Wir schauen darauf, dass wir es sauber machen und so, wie es man es selber auch haben will. Und dann erwarten wir eigentlich auch einen vernünftigen Preis, sage ich mal. Und das ist jetzt in der Bevölkerung, es ist einfach so, dass die Deutschen einfach nicht so viel Wert auf Lebensmittel legen wie andere Nationen. Das ist so ein Punkt und einfach das Verständnis dafür, was wir eigentlich leisten. Um dieses Verständnis zu steigern, bietet seine Familie Ferien auf dem Bauernhof an. Außerdem wird der Betrieb als Ausflugsort für Schulklassen genutzt. Eine Chance, um den Menschen die tägliche Arbeit näher zu bringen, die er oft als zu negativ dargestellt erlebt. Ja, das ist einfach was, wo man einfach dann den Auswärtigen das näher bringen kann, wie es wirklich zugeht. Es gibt einfach die Bilder, wo so in den Medien unterwegs sind. Das sind immer nur die, oder oftmals die schlechten Bilder oder halt die Extremfälle. Und da kann man halt einfach das mitgeben, wie es halt jetzt bei uns jetzt zum Beispiel läuft. Zusätzliche neue Perspektiven sollen die Quereinsteiger in den nächsten Jahren auf die Höfe bringen. In eingefahrene Strukturen könnte dadurch frischer Wind kommen. Es ist also auch der gewisse Blick von außen, von dem sich die Landwirtschaft einen maßgeblichen Einfluss auf ihre Zukunft und entscheidende Problemlösungen erhofft.